egal wann du die Leute befragst, in Thüringen kannst du immer 24% für die AfD einkalkulieren. Ich kann da nichts machen, außer Stressball drücken und sozusagen hoffen, dass die Leute draußen irgendwann verstehen, dass die AfD eben keine Alternative ist. Gucken nur auf ihr Handy. Dachte ich, okay, dann komme ich halt auf euer Handy. Ich war im Thüringer Landtag, um mit dem Abgeordneten Lutz Liebscher, den viele bestimmt von TikTok kennen, zu sprechen. Wir haben unter anderem über seinen Kanal gesprochen, aber auch zum Beispiel über die AfD, die in Thüringen ja sehr groß ist. Das ganze Interview gibt es ungeschnitten als Podcast über dem Link in der Videobeschreibung auf Spotify. Ich wünsche euch jetzt schon mal ganz viel Spaß mit dem Video. Leuten, die ein bisschen in der Politik tätig sind, denen stelle ich ganz gerne 10 Fragen vorher, einfach um so ein Grundbild ihrer politischen Ansichten darzustellen. Kannst du alle mit Ja und Nein beantworten? Sollst du möglichst auch? Schau nochmal, ne? Lutz, gibt's das Coronavirus? Ja. Ja. Bist du Patriot? Ja. Ist der Klimawandel Menschen gemacht? Auch. Brauchen wir? Brauchen wir eine Vermögenssteuer? Ja. Gehört der Islam zu Deutschland? Ja. Ist Zuwanderung ein Problem? Nein. Ist die Legalisierung von Cannabis richtig? Ja. Die Abschaffung von Paragraph 219a auch? Auch richtig. Brauchen wir eine Reform des transsexuellen Gesetzes? Ja. Leben wir in der Demokratie? Oh ja. Wieso SPD? Ein Kumpel und ich, wir haben uns dafür interessiert und wir haben uns damals von Linke, Grüne und SPD tatsächlich, haben denen geschrieben, wir möchten gern mitmachen. Und die haben uns alle ihre Programme geschickt und was es sonst noch gibt. Und irgendwie sind wir dann bei der SPD gelandet. Und da geht man dann irgendwann hin zu einem Treffen, bei mir damals in Jena-Lobe da, im Neubauviertel. Und das war quasi, der erste Eindruck war gut, war eine sympathische Runde. Überwiegend ältere Leute, aber auch ein paar jüngere. Und dann sind wir dort geblieben. Würdest du sagen, du bist links? Würde ich sagen, ja. Ja. Stört sich dann als linker Politiker, dass Thüringen, ich meine, immerhin sitzt hier, beziehungsweise aktuell da oben, der Faschist Björn Höcke, stört dich, dass Thüringen in der Ansicht, zumindest aus Westdeutschland, glaube ich, schon sowas wie das AfD-Bundesland ist? Stört mich das, ja klar, stört mich das, weil es natürlich schade ist, wenn für jedes Bundesland, wenn du nur auf so ein Thema reduziert würdest, weil natürlich ist Thüringen mehr, auf der anderen Seite ist völlig klar, dass wir hier dieses Problem haben. Sie sitzen hier mit 23,4% im Landtag, also das ist quasi stabil, dieses Niveau. Egal, wann du die Leute befragst, in Thüringen kannst du immer 24% für die AfD einkalkulieren. Das heißt natürlich auch, dass jeder Thüringer, jede Thüringerin solche Menschen, die AfD wählen oder denen glauben wollen, auch im persönlichen Umfeld hat. So. Das ist ein Problem. Aber natürlich ist Thüringen viel mehr als die AfD. Gleichwohl ist es völlig richtig, was du sagst, nämlich mit Höcke und dem Flügel, also wirklich der extremen rechten Gruppierung innerhalb der AfD. Das findet hier bei uns im Osten statt und auch in Thüringen. Und Höcke ist der Kopf von denen. Und das ist ein Problem. Ja. Das treibt mich auch um. Und warum findet das bei euch statt? Seit vielen Jahren, jedes Jahr, werden die Thüringerinnen nach ihren Einstellungen befragt. Und da gibt es halt immer wieder stabile Werte, sozusagen, die jetzt nicht unbedingt sagen, dass Demokratie die beste Form ist, in der wir leben. Da gibt es noch andere Formen. Dann geht es natürlich auch um Antisemitismus und solche Aussagen, die antisemitisch sind, gibt es eine hohe Zustimmung, wo man immer wieder sehr erschrocken ist. Aber das ist halt sozusagen Teil der Menschen und der Einstellung da draußen. Das wird man zu einem gewissen Prozentsatz überall wahrscheinlich gleichermaßen abfragen können. Nur hier in Thüringen und im Osten ist es der AfD in besonderer Weise gelungen, für diese Menschen quasi als eine politische Alternative quasi sich zu verkaufen und zu inszenieren. Wie kommt es, dass du für dich als Politiker TikTok als Plattform nutzt? Ja, also ich war Ende 2019 als neuer Abgeordneter, neuer junger Abgeordneter, also jedenfalls hier im Durchschnitt auf jeden Fall, neu im Landtag und wollte natürlich auch irgendwie neue Dinge ausprobieren, was Neues machen. Und Social Media ist sowieso immer was auf die jungen Leute projiziert wird. Und da haben wir uns aber auch mal angeguckt, was können wir machen, wo können wir sozusagen Leute auch wirklich erreichen mit unseren Themen. Und da fanden wir die Plattform TikTok besonders interessant, weil vielleicht kennst du es oder deine Zuschauer, die haben ja natürlich sozusagen ein ganz anderes, die funktioniert anders als beispielsweise Facebook und Instagram. Nämlich die Inhalte, die du erstellst, haben die Chance, erstmal theoretisch allen Leuten ausgespielt zu werden und nicht nur den Leuten, mit denen du verbunden bist, befreundet bist bei Facebook oder Instagram. Das macht es so interessant. Und ich wollte, mein ursprünglicher Ansatz war, ich wollte die jungen Leute natürlich erstmal in meinem Wahlkreis in Jena und in Thüringen erreichen,
von denen man ja immer sagt, über junge Leute, sie würden sich nicht für Politik interessieren und so weiter, die gucken nur auf ihr Handy, dachte ich, okay, dann komme ich halt auf euer Handy und wenn das jetzt diese neue Plattform ist, dann gelingt es mir vielleicht darüber. Hast du das Gefühl, dass sich Jugendliche oder junge Menschen außerhalb von Social Media nicht wirklich für Politik interessieren? Ist das deine Wahrnehmung? Nee, gar nicht. Also gerade jetzt, also ich bin natürlich auch in Jena zum Beispiel, extrem junge Stadt, Studierendenstadt, da ist ständig was los, ob jetzt gegen rechts, gegen die AfD oder für Frieden jetzt in der Ukraine oder fürs Klima, da ist ständig was los. Nein, aber es gibt dieses Vorurteil und natürlich habe ich, wenn ich jetzt quasi als Politiker, wie wir das immer herkömmlich machen, ich stehe in der Stadt am Infostand mit meinem Schirmchen, habe meinen Schreibtisch und meine drei Flyer, da ist es irgendwie... Hast du eine Barriere, musst du erstmal sozusagen, ich kann dich ansprechen, du kannst sagen nein. Wenn du natürlich auf deinem Handy guckst, kannst du mich auch weiterwischen, aber da bin ich erstmal da, obwohl du es vielleicht nicht erwartet hast. So, ne? Das ist das quasi, was ein Punkt war, aber gleichzeitig natürlich auch, weil das andere natürlich genauso tun auf TikTok. So, hier auch die dort sitzen, mit verdeckten, inzwischen auch mit tatsächlich auch offiziellen Accounts von genau diesen Menschen dort. Und damals war das sehr so, dass sehr viele dubiose, rechtsextreme Inhalte auf der Plattform doch mir angezeigt wurden und es wenig gab sozusagen aus dem Mitte-Links-Spektrum. Und das war natürlich die zweite Motivation, da einfach dagegen zu halten. Heißt es, die AfD, hat es eher verstanden als andere, wie man junge Leute anspricht? Nicht unbedingt, aber ich kann auch nicht sozusagen nachweisen, dass tatsächlich AfDler dort auf dieser Plattform unterwegs war, aber es gab dubiose Videos. Ne? Du kannst es einfach hochladen. Es gibt sozusagen wenig Notwendigkeit, irgendwie eine Quelle anzugeben. Das sieht man jetzt auch gerade aktuell wieder auf TikTok. Es werden jedenfalls mir ständig irgendwelche Bilder angezeigt, die scheinbar Kriegshandeln in der Ukraine darstellen, wo du auch nicht sicher sein kannst, ist das jetzt wirklich von da oder auch nicht. Und sozusagen, es ist sehr leicht, dort was hochzuladen und zu gucken, was damit passiert. Und ja, da gibt es natürlich sowieso keine Scham, sage ich jetzt mal, Fake News zu verbreiten. Und wenn das auch über diese Plattform geht, wird es natürlich auch sofort durch die AfD genutzt, keine Frage. Die FDP hat jetzt gerade bei der letzten Bundestagswahl ziemlich gut gezeigt, wie wichtig Social Media oder Wahlkampf online sein kann. Ich glaube, da kann man, egal welcher Partei man angehört, kann man, glaube ich, neidfrei zugeben, dass sie das teilweise ziemlich gut gemacht haben. Glaubst du, das ist generell was jetzt andere Parteien auch übernehmen werden, egal ob jetzt Landtagswahlen oder Bundestagswahlen oder auch auf Kommunalebene? Ja, ich glaube, das versuchen alle, aber man darf nicht sozusagen den Eindruck gewinnen, dass es nur noch über Social Media geht. Sozusagen das persönliche Gespräch bleibt, glaube ich, nach wie vor immer noch der beste Draht. Aber klar, alle versuchen auf Social Media ihre Botschaften zu verteilen. Siehst du denn in der TikTok-Nutzung, ich meine, oder in der Social Media-Nutzung als Politiker auch Gefahren oder schlechte Seiten? Klar. Die Gefahr ist, was sozusagen von einigen auch, ich sehe es ja in den Kommentarspalten, also einige sagen halt, wenn ich wieder einen TikTok hochlade, ich glaube, das ist aber sind auch organisierte Trolle von der anderen Seite, sage ich jetzt mal, ja, hör doch jetzt hier auf, das zu machen, kümmere dich lieber um die Probleme in unserem Land. So. Solche 0815 Sätze. So. Das gibt's, also dass quasi der Eindruck entsteht für mich persönlich oder über mich persönlich, ich würde nur sowas machen. Das zweite Problem ist natürlich, dass wir sehr komplexe Sachverhalte in extrem kurze Videos pressen, einen kurzen Satz hinweisen, im besten hinschmeißen, im besten Fall noch einen Artikel einblenden und ich mache noch einen Kommentar und fixiere den, wo noch drin steht, Quelle oder weitere Informationen. Also die Gefahr, komplexe Sachverhalte extrem zu reduzieren, die ist schon da, weil es sind natürlich immer ernste Themen, wenn ich jetzt über die AfD spreche, ne, zum Beispiel, und dass die eine Gefahr sind für unsere Demokratie und was für Inhalte die haben. Das wird natürlich von mir auch jetzt TikTok-kompatibel in einer lustigen Form aufgearbeitet, aber es bleibt ein ernstes Thema, genau wie Religionsfreiheit und all die anderen Dinge, die ich da auf dem Kanal schon gemacht habe. Nur es funktioniert dann gut, im Sinne von, ich erreiche dann Leute, wenn es halt nicht dieses Facebook-Video ist, wo ich halt quasi wie am Infostand mit jemandem, der mir eine Frage stellt, 25 Minuten sachlich referiere, was das Problem ist und welche Faktoren wir alle mit berücksichtigen müssen und warum deswegen Politik so langsam ist und warum das aber auch gut ist. So. Aber so funktioniert TikTok nicht. Du hast ja gerade selbst gesagt, du sprichst ja auch die AfD oder auch den Faschisten Höcke.
immer wieder auch als Person an. Es gibt ein Video, es gab jetzt vor ein paar Wochen diesen Trend mit diesem Ball, sitzt du da und hast einen Stressball in der Hand, als es um eine Rede von Höcke geht. Du sagst, du glaubst, dass einige Kommentare einfach tatsächlich gezielt von einer anderen politischen Seite kommen. Mhm. Aber bekommst du auch irgendwie so 1:1 Resonanz von dort? Nein, gar nicht. Nein, also bekomme keine Resonanz. Mhm. Also ich meine, die es ist schlimm genug, dass die hier in diesem Landtag sind. Ich freue mich. Erst in der Kantine habe ich ihn wieder gesehen und drei Tische weiter saß er halt. Ne? Und ich hatte keinen Stressball zur Hand. So. Das macht was mit mir auch nach diesen 2 Jahren, auch wenn man sich natürlich in gewisser Weise dran gewöhnt. Und ich werde auch jetzt, auch wenn wir jetzt gerade eine kleine Pause haben, weil wir gerade andere Dinge zu tun hatten, aber wir werden da auch weitermachen und wir werden weiter sozusagen über die AfD aufklären, weil ich kann ja nichts machen, außer Stressball drücken und sozusagen hoffen, dass die Leute draußen irgendwann verstehen, dass die AfD eben keine Alternative ist und dass sie kleiner werden und dann irgendwann gar nicht mehr im Parlament sind. So, das ist der Weg und ich hoffe, dass ich da einen Mini-Beitrag leisten kann. Ist das dein Ziel oder ist es ein Weg, den du realistisch siehst? Das ist mein Ziel, ja. Also das... Die werden jetzt nicht wahrscheinlich wegen meinem TikTok-Kanal auseinander fliegen. Nee, aber glaubst du, auch vielleicht unabhängig jetzt von deinem TikTok-Kanal speziell, glaubst du, dass es in der AfD dazu kommen wird, dass sie vielleicht auch so rechts werden, dass es noch mehr WählerInnen gibt, die abspringen? Dass sie tatsächlich sich so ein bisschen selbst zerfleischen vielleicht auch? Naja, ist ja passiert. Ne? Der Bundesvorsitzende ist raus. Meuthen ist weg, genau. Danke. Und er hat ja selber auch quasi gesagt, er sieht totalitäre Züge in der AfD, hat quasi all das, was sonst quasi von den Gegnern der AfD gesagt wird, selber über den Laden gesagt. Und es stimmt ja auch objektiv, okay, das ist da der scheidende Vorsitzende, der nochmal nachtritt, kann man natürlich auch sagen, kommt auch mit rein. Aber ich weiß nicht, also die Leute, wir haben jetzt Mitte-Links-Parteien über so viele Jahre und die ganzen zivilgesellschaftlichen Gruppen und Organisationen haben immer wieder aufgeklärt darüber, wofür steht die AfD, was wollen die wirklich. Also, ne? Man hatte nach meinem Dafürhalten hattest du keine Möglichkeit, dieser Information und dieser Aufklärung wirklich zu entgehen. Ne? Oder du schiebst es weg und sagst, nein, will ich nicht wissen, bist in einer Blase drin. Das heißt, ich glaube, die AfD kann sich sozusagen. Gerade die Thüringer AfD, die ist ja nur wirklich, wo willst du denn noch hin, nach rechts außen? Also viel mehr geht nicht. Die werden vom Verfassungsschutz in Thüringen als erwiesen rechtsextrem beobachtet. So. Und das wird jetzt gerade auch in Köln verhandelt, ob das für die ganze Partei, für die Bundes-AfD zutrifft. Und die Leute wissen das und sie wählen sie trotzdem. Das heißt aber nicht, dass wir das deswegen damit aufhören müssen, sondern wir müssen es trotzdem immer wieder thematisieren und hoffen, dass die Leute das begreifen und ihnen zeigen, dass sozusagen dort keine wirklichen Lösungen angeboten werden, sondern man surft auf einer Unzufriedenheit, auf Problemen, auf Themen. Ne? Jetzt ist Corona vielleicht ein bisschen weg, dann ist man jetzt vielleicht der Russlandversteher, man weiß es nicht. Ja? Also die schaffen es natürlich auch immer wieder clever, die Leute quasi von den Themen dann umzulenken, von der Geflüchtetenkrise 2015 zu Corona und jetzt wieder zum Ukraine-Krieg. Das ist extrem schwierig. Aber man muss am Ball bleiben und darf halt auch tatsächlich im engsten Umkreis da auch keinen Konflikt scheuen. So, das ist einfach so. Die schlechten Kommentare, die du bekommst oder dass du welche bekommst, hast du ja gerade selbst angesprochen. Gibt es so richtige Hate-Kommentare, so, also wirklich auch so eklige, beleidigende Troll-Kommentare, wie sie vermutlich viele kennen? Gibt's auch, ja. Gibt's auch. Also wirklich auch mit Drohungen. Mhm. Aber das ist dann meistens auf Videos, die dann wirklich so erfolgreich sind, dass sie wirklich allen ausgespielt werden. Und dann sind dann auch so viele Kommentare unter den Videos teilweise, dass ich nicht mehr dazu komme, das in einer ernsthaften Weise zu bearbeiten und auch alles zu lesen. Mhm. Aber ja, also ich kann ja jeder mal gucken, was da so drunter steht, wenn er möchte. Ist es so einfach, damit umzugehen, auch wenn man eigentlich jemand ist, der es gewohnt ist, auch in der Öffentlichkeit zu stehen und mit Leuten zu sprechen und auch irgendwie schlechte Kritik zu bekommen? Also mich ärgert das, na klar. Und wenn ich mir das dann angucke, das geht mir schon ans Gemüt, sage ich jetzt mal. Es ist schon so, dass ich nicht der Meinung bin, dass das sozusagen notwendigerweise dazugehört zum politischen Betrieb, dass man das aushalten muss, weil es sagt, oder dass man sich auch beschimpft, selbst im parlamentarischen Raum. Ne? Hat natürlich auch sozusagen die Verschiebung des Diskurses, hat natürlich auch die AfD einiges dafür getan, die Grenzen des Sagbaren verschoben.
nach rechts und diese ganzen Fragen entgrenzt. Und das macht natürlich auch was mit Menschen und Gesellschaft. Also ich bin eher jemand, der sozusagen respektvoll und freundlich kommuniziert und versucht selber auch sozusagen ohne Beleidigung auszukommen. Gleichwohl weiß ich natürlich, wenn ich auf TikTok die AfD adressiere, dann überspitze ich natürlich auch ganz bewusst und finde das auch okay. Gerade als Politiker oder als in der Öffentlichkeit stehende Person sowieso, aber dann bist du ja auch jemand, der natürlich so in der Öffentlichkeit steht, als jemand, der repräsentativ für die WählerInnen steht. Und dann möchte man natürlich auch eine gewisse Seriosität zeigen. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt, ich meine, meine Oma ist 84, wenn die jetzt einen Politiker sieht, der auf TikTok irgendwelche wie Lip-Sync macht und sowas, da findet die das vielleicht nur so mittelseriös. Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht, ob das negativ sein kann? Ja, klar, aber also wenn deine Oma mit 84 auf TikTok ist, dann wird sie auch erwarten, dass, wenn sie mich dort sieht, dass ich genau sowas mache, ja, weil sie versteht, wie Trends funktionieren. Ja. Und dann würde sie sich freuen, dass ich dort bin und nicht nur Tänzer und Katzenvideos. Hm. Aber ja. Das ist in der Tat ein Thema, was wir auch immer wieder haben, weil wir natürlich im Laufe der Zeit, wenn man sozusagen auf meinen Kanal guckt, immer noch mal einen Schritt weiter gegangen sind. Aber natürlich ist TikTok auch aufgrund der Art und Weise, wie die Plattform funktioniert, ist es schwierig, dort seriös zu kommunizieren. Und deswegen ist natürlich klar, ich kommuniziere ja nicht nur auf TikTok. Also ich habe gestern erst wieder eine ganz reguläre Pressemitteilung rausgeschickt. Also ich kommuniziere ja vielfältig auf allen Kanälen. Findet Politik statt. Das ist ja der Ansatz, warum ich bei TikTok bin. Warum soll ausgerechnet TikTok der politikfreie Raum sein? Sondern nein, ich mache auch TikTok neben vielen anderen Sachen und wir können uns hier auch gerade völlig seriös unterhalten, ohne dass ich irgendwelchen TikTok-Unsinn mache. Ähnlich seriös war übrigens dieses Interview mit Malte Wendt. Schaut sich gerne mal an. Er ist der Anmelder der Corona-Demos hier in Freiburg und über genau die haben wir natürlich gesprochen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was haltet ihr eigentlich von Lutz Liebscher? Wie denkt ihr über PolitikerInnen, die ja auf Social Media aktiv sind, um dort Wahlkampf zu betreiben? Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und tschüss.